Das Spiel ist aus, glaube ich. Papa, Papa, Spiel ist aus. Oh, Papa ist auch aus. Oh Gott, und die Flasche ist leer. Die war vorhin... Oh, da war echt... Da war ordentlich was drinnen, oder? Whiskyflasche. Why does he drink that if it just makes him mad? Hm. Oh oh. Ja, ist jetzt die Frage. Ich meine, eigentlich können wir ihn auch einfach schlafen lassen. Ich glaube, das bringt uns hier nicht wirklich nach vorne, wenn wir ihn jetzt wecken. Ich glaube, wir müssen uns einfach einsehen, dass wir keinen Baum heute kriegen. Keinen Weihnachtsbaum. Nee, wir lassen ihn mal. Vielleicht wacht er von alleine auf und ist dann ein bisschen entspannter. Wir gehen mal hier zu unserem... Wo war denn das Bild? Da war das, ne? Genau, geheime Karte. Entschlüsseln. Time for Captain Spear to put these pieces together. Ah, okay. Bewegen, ziehen, loslassen, rotieren mit AD. Okay. Kann man das auch... Ne, vergrößern kann man es nicht. Das muss also auf jeden Fall irgendwie passen. I have to place it right. Ja, ja, ich weiß. Was will das Spiel von uns? Hier vielleicht so? Ich habe gerade noch keine Idee. Da stehen auf jeden Fall irgendwie Zahlen, oder? Also 3, 4 sehe ich hier. Das könnte eine, das hier ist eine 1. Oder hier oben die 1. Und da ist eine 2. Ah, 1. The treasure map is not a secret anymore. It's mine. Weiß natürlich jetzt nicht, ob uns das... Homebase. Okay, das ist hier... Genau, das ist unser Haus. Das ist das Flying Fortress, unser Baumhaus. Das Seemonster, genau. Ja, ausgezeichnet. Space Wechsel ist das Auto. Ah, jetzt versteht man das auch alles. Super. Das ist anscheinend hier bei den Nachbarn. Ja, also die haben wirklich keine Garage, ne? Da, seht ihr? Die haben sogar nicht mal ein Auto. Auf der anderen Straßenseite gibt es anscheinend einen bösen Hund und anderes Viechzeug. Und, aber irgendwie hier, okay, also hier praktisch, hier geht es anscheinend los. Hinter dem Baumhaus irgendwie. Und dann direkt hinterm Haus, dann so ein bisschen Richtung Seemonster und dann rüber zu den Nachbarn. Und dann... hierhin. Da hatten wir gerade ja gesehen, da lagen glaube ich so ein paar Bretter, oder? Weil wir wollten ja uns hier so vorbeidrücken. Da war übrigens ein Baum. Das ist nicht sehr naturgetreu hier. Genau, da wollten wir ja hier eigentlich dran vorbei. Das ging nicht. Allerdings lag das Zeug auch eher hier. Na gut, also auf jeden Fall irgendwie so hinterm Haus. Schauen wir mal. Gibt uns das Spiel ja bestimmt dann noch ein paar Tipps. Ui. Every superhero team needs a supervillain team. Ah, komm, das ist doch super cool. Für den, also, wir hatten ja am Schrank gesehen, da war er 7 und irgendwie jetzt ist sein Kopf größer. Also würde ich jetzt sagen, so 9 oder 10. Ganz ehrlich, für einen 9-10-Jährigen finde ich das schon recht cool. Aber hallo. Wenn man mal so guckt, also der Typ hier sieht ja wirklich so aus wie der im Baumhaus. Und hier ist dieser Shark-Haiwagen praktisch mit dem Dings hinten dran. Die Dino hatten wir schon gesehen. Der war auch, glaube ich, in dem fliegenden Schloss, dem Bär, der ist am Ding. Ja, cool. Also das sind die Guten praktisch. Und die Bösen sind hier das High-Auto, der Typ, der Schneemann und ja, er hier irgendwie. Der Super-Gegner, der bestimmt im Keller ist. Ja. Okay. Haben wir irgendwas Neues? Oh, Tattoo. It is time for my secret tattoo. Oh, only ja. My team will know what it means. Ja, nee, ich weiß das natürlich. Und wir nehmen das. Auf jeden Fall. Ah, so Tattoos habe ich auch immer geliebt. I can take the pain. At least I don't have to use any needles.
Aber vielleicht kennt er das ja auch. Also so an Halloween, ja, hat man ja auch mal, ist ja bald wieder Halloween, hat man ja auch manchmal, wenn man so als, weiß nicht, Zombie gehen möchte, kauft man sich ja dann auch irgendwie so Narben und so weiter, ne? Die man sich dann da auch mit der gleichen Art irgendwie drauf machen kann. Und da gibt es ja immer so ein kleines Päckchen und das sind dann irgendwie... To get a real pine tree this Christmas. Ich weiß. Like we used to with Mom. Und da sind ja immer irgendwie viel zu viele drinnen, aber man braucht die dann doch eigentlich alle, also zumindest ich, weil die ersten Versuche gehen bei mir immer in die Hose, weil ich es irgendwie dann nicht durchlese, weil das ist ja selbsterklärend irgendwie Wasser und dann klebt man das drauf und es haut immer nicht hin. Ja, und dann irgendwann liest man sich's dann doch durch und dann klappt's auch. Weiß gar nicht, muss man die ausschneiden und dann drauf tun? Naja, gut. Hier, wir werfen mal den Basketball. Oh, ein kleiner Ball. Airball. I should ask Dad to show me again. Naja, heute vielleicht lieber nicht mehr. Aber hier ist noch eine Zeichenanleitung. I hope I can draw as good as Mom someday. How to draw? Ist das von der Mutter oder was? Nee. Wie man Superhelden zeichnet. Chris, da du mein ganz eigener Superheld sein wirst, ist dieses Buch ein guter Anfang. Du kannst alles sein, was ich nicht bin. Okay. Ich kann es kaum erwarten, für den Rest meines Lebens zuzusehen, wie du die Welt rettest. Ich liebe dich für immer, Supermama. Oh. Ja, irgendwie ist er jetzt auch traurig, glaube ich. Ja, den lassen wir noch mal schlafen. Wollen wir vielleicht doch mal in den Keller runter? Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist. Nee, wir gehen erst noch mal raus. Ich habe ein bisschen Angst vorm Keller. Ich habe das Gefühl, dass das im Keller ein bisschen gruselig wird. Und wir haben jetzt ja auch die Karte entschlüsselt. Und nach der Karte müsste hier drüben was sein. Zumindest, wenn ich die Karte richtig gelesen habe. Schrotthaufen anziehen. Was betreten? Cool. Eine Höhle. Selber steuern. Okay. Wir gehen mal nach links. Müssen wir vielleicht zu den Nachbarn dann irgendwann gleich rüberkommen. Ne? Hat man da ein bisschen am Level-Design gespart oder laufen wir hier echt irgendwie merkwürdig im Kreis? Ich würde sagen, wir gehen mal nach rechts. You better look at that map again. Ja, das glaube ich auch. Den Eindruck habe ich auch. Wissen Sie, dass wir nochmal auf die Karte schauen. Wie war die Karte? Ah, okay, sehr gut. Das sind unsere Aufgaben hier. Da haben wir schon ein bisschen jetzt was erfüllt. Aber wir haben noch jede Menge Sachen zu tun, irgendwie. Inventar. Ja, ich kann halt nicht. Es geht halt nicht. Ich geh nochmal links. Können wir jetzt Inventar? Nee, geht auch nicht. Wir gehen links. Als wir dann das erste Mal rechts gegangen sind, hat er gesagt, oh, wir sollten lieber nochmal auf die Karte schauen. Können wir hier auch zurück? Nee, wir können nur vorwärts. Dann gehen wir jetzt ein drittes Mal links. Oh Gott. Oder verlassen. Ach, verlassen, ich könnte auch raus. Ja, vielleicht sollte man das eher mal machen.
schon ein bisschen creepy. So groß ist es doch gar nicht. Wo waren denn wir da unterwegs? Wir sind da irgendwie rein. Hallo? Links, rechts? Das ist doch nur so ein kleines... Oh Gott. Ja, wir sollen irgendwie auf die Karte schauen. Achso, da könnte man natürlich uns mal ansehen. Now I have a map to the Maze of Doom. Ja. Wir haben die Karte, aber irgendwie haben wir hier nur einen Schlüssel. Hätte man die Karte mitnehmen müssen und wir haben sie nicht mitgenommen, kann das sein. Aber dann gehen wir mal zu Punkt 1. Das war ja da hinten. Schauen wir zumindest mal. 1. Dann irgendwie beim Haus war 2. Dann 3 bei dem Schneemann oder dahinter. Hier hinten war das irgendwo. Eine Leiter wollen wir nicht. Hier war irgendwo 1. Okay, es hilft nichts. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück ins Kinderzimmer. Entweder die Karte uns nochmal genauer anschauen. Oder sehen wir die von hier aus vielleicht? Nicht wirklich. Oder vielleicht können wir sie mitnehmen. Aber das war jetzt schon komisch. Das ist doch nur so klein. Das ist doch nur hier so ein Wellblech dahingelegt. Und wir sind da ewig links-rechts unterwegs. Interessant. So. Gehen wir nochmal rein. So. Und dann müssen wir auch wirklich hier nochmal schauen, wie wir hier an den Sachen hier, wie wir da noch weiterkommen. Weil da ist noch ein bisschen was zu tun. Achso, er möchte ja immer noch das Handyspiel auch machen. Da fehlt uns die PIN. So, schauen wir mal, können wir die Karte mitnehmen vielleicht? Ne, wir können sie nur ansehen. The treasure map is not secret anymore. It's mine. Ja, hier ist schon links. Ne, 1 ist links. Also links, rechts, links. Oder? Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4. Links, rechts, links. Dann probieren wir das mal. Das hatten wir noch nicht gemacht. Links, rechts, links. Merkt euch das. Ich frage das euch bestimmt auch gleich wieder. Links, rechts, links. Okay. Ja, dann nochmal raus. Überspringen. Ach, das hätten wir überspringen können. Ja gut, beim nächsten Mal überspringen wir es vielleicht. Haben wir jetzt oft genug gesehen, das rein und raus. Aus dem Haus. So, wisst ihr es noch? Ja, genau. Und hier müsste theoretisch der Bunker schon vorbei sein. Da geht es eigentlich schon wieder raus. Okay, wir gehen links. Noch zweimal links. Schau dir mal an, wie groß das ist. Ich habe auch das Gefühl, es wird lauter, oder? Wir gehen auf jeden Fall noch einmal links. Und jetzt sind wir gespannt. Oh ja, war glaube ich richtig. Forgive you, Mother, I can hear you, and I love to be near you, but every road
end. Yes, every road leads to an end. Your apparition passes through me in the willows and five red hens. You'll never see us again. You'll never see us again. Pretty. I miss Mom's smile. Oh, Leute. Das ist so traurig. Da hinten praktisch hier so wie so einen kleinen Schrein mit den Fotos von der Mama. Und ja, irgendwie total nett, ne? Auch hier so dieses, das war ja eins, wo sie irgendwie so hier wäre, ging so um Hausaufgaben am Samstag und dann spielt sie mit ihm da an der Konsole. Oh, wir haben auf jeden Fall eins hier noch erfüllt. Das erste anscheinend, oder? Weil in den anderen Haken ist zumindest noch kein... Okay, also wir müssen hier auf jeden Fall am Kostüm noch ein bisschen arbeiten. Und Superhelden, da sind wir auch noch nicht so wirklich weiter. Hier geht noch gar nichts. Okay, da kann er mit Bierdosen trainieren. Spirit of my silence, I can hear you. But I'm afraid to be near you. And I don't know where to begin. And I don't know.